Hallihallo, hallöle, herzlich willkommen hier zurück zu, wir stressen Josh mal wieder eine Runde. Ja, also, wir machen wieder Fisch. Hab ich schon mal erzählt, dass ich eigentlich Stress ganz nett finde? Nett finde. Also ich kann unter Stress tatsächlich gut arbeiten. Salz, fünf Pfeffer. Pfeffer, Thymian und Dill, ne? Richtig. Alter, ich kann das schon fast aus... Irgendwann müssen wir neue Gerichte kaufen, ne? Am Ende ich des mach Tages. Einfach schon, ich mach einfach immer schon mal sechs rein, ne? Pfeffer? Ja. Ich mach immer mal sechs rein, weil ich mich eh verschütte. Ja, okay, das wird echt immer gut, ne? So, und Dill. Der Meerrettich ist halt auch ein Highlight. Kann ich ihn nicht auch schon vorher drauf machen? Nein. Ja, sechs geht immer echt gut, ne? So, jetzt machen wir hier, fuck. Backblech zu, an. Oh, meine Nebenkostenabrechnung. Die will ich gar nicht sehen. Oh ja. Weil wir den Ofen offen lassen. Hallo. Oh, das ist das, weißt du, das ist das Horror. Das Horror. C'est l'horreur. Ah, jetzt hat man es gerade. Ja, so, easy, zack. Klar. Timer. So. So, jetzt kann man ja auf 80 stellen. Ah, dann kann ich mal schon Teller holen, wenn es bimmelt. So. Ja. Wir brauchen ja nichts mehr, ne? Nee. Wir haben da Öl. Kann mich bitte jemand, kann mir bitte jemand mal Suppe bestellen? Suppe hätte ich da. Oh, diese blöde Zitrone auch, ey. Schnittfehler. Mach mal erst längs. Wie? Erst so rum. Ja. Und jetzt so rum. Dann sieht es vielleicht... Ist es vielleicht gleich... Nee, man macht das doch noch anders. Man macht... Oh, fuck, ich weiß, wie man die schneidet. Wie würdest du Zitronenviertel schneiden, wenn du selber welche schneidest? Erstmal so... Ich weiß es nicht. Warte mal, kann sein, dass man gar keine ganze Zitrone braucht. Nee, schneiden Zitrone in Viertel. Ja. Hm. Wie schneidet man Zitronenviertel? So, heißt, wir können ja gleich mal nicht. Stell schon mal... Den Meerrettich daneben. Den räume ich eh wieder. Ich weiß noch, im Tutorial hat er da noch Waller drauf bestanden. Da muss noch Salz Teller rein. Hat er Salz drauf gemacht. Kleiner Teller. Basic 4, so. Und dann kam... Aber heute war ein Gast. Guter Tag. Ja. Was sagt der Fisch? Oh, jetzt gleich. Okay, ich mache den Timer schon mal aus. Ich kann den gar nicht triggern, wenn der... So. Nee, nee, die sind sehr leise. So, Nebenkostenabrechnung. Bisschen, oh. Ja. Kritisch. So, damit die Zitronen kein Meerrettich abkriegen. So. Super. Teller in die Hand nehmen. Nicht so schnell, sonst legt die Forelle auf den Boden. Die blöden Zitronenviertel, ey. Die triggern mich richtig hart. Jedes Mal schneide ich die Zitronendinger falsch. Boah, die Petersilie, weißt du, für 3 Geld Petersilie. Ja. Die kannst du dir sonst wohin schmieren. So. Ich würde das auch gerne ein neues Gericht mal machen. Ein bisschen weniger Stress habe ich. Aber das wird schlimmer im Laufe des Spiels. Man muss das, glaube ich, echt richtig vorbereiten. Jawohl, schau mal. Und haben wir das gut gemacht? Ja, die Zitronenviertel. Kann ich bitte noch eine Suppe verkaufen? Oh, Supi. Warum kauft keiner unsere Suppe? Kann ich morgen bitte diese Suppe nochmal anbieten? Du kannst dir an einen Teller schütten. Ah, eh, probieren. Kann sie probieren. Tofi, du kannst dir in einen Teller schütten und dann der Mikro aufwärmen. Boah, und den kann ich in die Dings stellen. Mhm. Mindestens zweimal Suppe habe ich, ne? Mindestens zweimal Suppe. Ja, man muss ja die Teller wegschmeißen, das ist auch nicht schlimm. So. Solange sie jetzt nicht runterschmeißt. 1,1 Liter, es werden sogar noch mehr, aber ich lasse es mal als Versuch, ne? Ja. Josh kann Suppe einkippen. Mhm. Supi. Ja. Und hat's wieder verlernt. So. Egal. Ja, das ist der Stress jetzt, ne? Ja. So. Warum hat er auf einmal so viel gekippt? Idiot. Ist total zu viel Suppe. Kannst du das nicht auch ein Stück weit wegkippen? So. Kipp's doch am besten ins Waschbecken. Ach, Kühlschrank. Ich habe nicht so viel Zeit. Warum kann ich hier so bin ich in den Kühlschrank stellen? Dann lass er halt so stehen, hier wird schon nicht schlecht. Ich müsste hier sauber machen. Also ich versuche die Suppe morgen so rauszubringen, mhm, und wenn es halt nicht klappt, dann das können wir mal wegkippen. So, Topf ist sauber, hätte ich jetzt gesagt. Ja, der Topf ist sauber, so.
Das kann bis in der Ecke, dann kann ich hier putzen. Richtig. Boah, ich will hier putzen. Danke. Kannst du mal bitte nicht ganz so nah ranzoomen, Spiel? Ich müsste dich auch hier eher putzen, ne? Ja, oh ja. Das ist, glaube ich... Weißt du? Das finde ich gut, einfach mit dem Wegwerfen. Ich nehme es dann einfach mal sauber an. So. Ja, geil. Hupt da mal nicht immer vor meinem Haus, Josh, ey. Du musst auf die Teller aufpassen, die sind da auch noch. Da links hat es nämlich auch noch Haken, weißt du? Ja. So, dann nehmen wir nochmal den Schwamm. Der blöde Rost triggert mich halt. Muss ich ein echt neues Ding kaufen? Das finde ich irgendwie nicht gut. Du kannst aber irgendwann bei den Achievements einstellen, dass das nicht mehr so schnell kaputt geht und dass die Reparatur nicht mehr so lang dauert. Und nicht mehr so teuer ist, glaube ich. Gott, ist das grässlich. Ja, aber ich benutze den so lange, wie der jetzt funktioniert, ne? Ja, klar. Kann ich den Stand irgendwie sehen, also wie der sich so macht? Das kann man nicht reinigen, gescheit, ne? Das ist alles nicht reinigen. Das ist alles, Kannst du mal im Shop gucken, ob man was gegen Rost holen kann? Sekunden. Okay. Nee, irgendwie nicht, ne? Verschiedene Messer, Schneidebrett, Schwamm, Sieb, Zange. Oh, eine Zange ist halt auch fancy. Behälter für Lebensmittelverarbeitung. Kann ich was verkaufen, was ich nicht brauche? Nein. Oh, Zucker als Gewürz. Oh, ich kann mal kurz ein Rezept kaufen. Damit wir morgen noch mehr Stress haben, damit wir vier Rezepte machen müssen. Ich habe keine Fähigkeitenpunkte. So, nicht den Besitz. Kann ich jetzt eins kaufen? Ich kann eins kaufen. Ja. Was wollen wir mal kaufen? Schweinekotelett. Schweinekotelett hört sich gut an. Gazpacho mag ich nicht. Lachs mit Spargel. Oh, ja. Aber denk dran, wir haben nicht so viel, ne? Oh, Suppe kann man gut vorbereiten. Machst du Kürbissuppe? Ach nee, warte mal, wir müssen was. Ah, wir müssen was, was hier gute Renommee-Werte macht. Suppe gibt keine guten Renommee-Werte. Was ist denn das mit 36 Geld? Welches? Gebratene Garnelen. Ich habe sogar so viele Punkte, ich könnte sogar mehrere kaufen. Sieht aber auch aufwendig aus, ehrlich gesagt. Wir könnten auch das Kotelett holen. Aber der gibt nicht so viel. Der ist gut. Dann holen wir Lachs mit Spargel und sparen die restlichen Punkte, oder? Kannst du so neue Züge Zitronensaft im Laden oder in der Vorratskammer bekommen? Oh ja. Spargel. Wo ist die Vorratskammer? Ja, da ist die Vorratskammer. Das ist aber kein Spargel. Dann kaufen wir es mal im Shop. Gemüse hat er gesagt, ist da unten. Ah, da unten. Spargel. Und ja, hier aber ist. Zitronensaft ist ja nicht da. Da müssen wir Zitronensaft kaufen. Ja, Zitronensaft wahrscheinlich ein Gewürz oder so, ne? Flüssigkeiten. Alter, lass mich doch deine Flüssigkeiten. Och, Mann. Ja, ich habe jetzt einen neuen Perk. Alter Latz. 6 Fähigkeitenpunkte. Und ein Perk. Neuer Perk. Also. Nee, nein, Perk. 3 Fähigkeiten brauche ich nicht. Unzerbrechliche. Das mit den heißen Zutaten finde ich gut. Unzerbrechliche Teller sind aber auch gut. Nee, ich mach dir nie kaputt. Ich finde das mit den rechts-links eigentlich ganz cool. Also, erkennt dass die man Punktzahl des Gerichts noch vor dem Semik. Geil. Wo? Wo steht das? Da neben der Lupe, aber das ist Quatsch. Zeitverlängerung. Ach so, das ist doof. Beginne jeden Tag mit 2 täglichen Quests anstatt 4. Finde ich auch doof. Flaschen zerbrechen, oh, nicht lange Reichweite. Ich habe noch nie Flaschen zerbrochen. Du kannst heiße Zutaten. Das finde ich geil. Eigentlich gut. Nehmen wir. Und jetzt habe ich ganz viele von den Dingern hier. Ja. Also ich würde mir ganz viel mehr Zeit geben. Oder ich würde nachhaltig auf Punkte... Reparaturzeiten bitte. Warum? Weil wenn mitten in der Bestellung der Ofen anfängt zu rauchen, was machst du denn dann? Anbrennen finde ich aber auch gut. Wir haben ganz viel mit 1. Robuste Ausrüstung. Nochmal. Ja, das ist unser Ofen. Produkte kühlen langsamer ab. Darauf können wir mal einverwetten. Und Reinigungsphase, die einfache eventuelle Reparatur. Gourmets haben niedrigere Erwartungen. Nee, die kommen doch nicht so oft. Ja, gut. Reparaturen gehen schneller. Günstigere Küchendeko, Erfahrungsboost. Kochpunkte. Oh, Gäste zahlen mehr. Küchendeko will ich nicht.
Keine Ahnung. Flüssigkeiten kosten weniger. Das ist auch nicht das Problem. Das mit dem Rezept ist auch nicht das Problem. Reparaturen kosten weniger. Gäste geben 20% mehr Trinkgeld, das ist wahrscheinlich aber teurer, ne? Aber es kostet ja alles nichts. Wir haben das ja alles eigentlich nicht, ne? Okay. Oh, ich hab das doch schon gemacht, du Idiot. Jetzt habe ich 2 neue Gerichte. Ja, ist doch nicht schlimm. Dann nehmen wir noch die Kürbissuppe. Alter, das triggert voll. Das ist voll aufwendig jetzt hier. Boah, jetzt habe ich... Boah, das kriege ich nicht alles vorbereitet. Zitronensaft kaufen. Ja. Und ich würde gerne schon mal... So. Also, Zitronensaft. Flüssigkeiten. Zitronensaft. Bestellen dir ein Tagesgericht. Schnelle Kürbissuppe, Tagesgericht von heute. Das heißt, wir machen mal eine Kürbissuppe. Ja. Keine Ahnung, wie man die macht. Also wir machen einfach nur eine Kürbissuppe mal fertig, ne? Oh. Es hat laut. Ah, Hühner Bouillon 500. Salz 20. Kürbis 1000, Zwiebel 120. Foto. Was ist Kannst laut? Du dir noch an die Wand pinnen lassen? Wo? Die ganzen kann ich Gerichte nicht, oder? Hinpinnen lassen, doch? Nee. Nur wenn es ans Order kommt, oder? Ach so. Ich hab's wieder voll vergessen. 500 Hühnerbouillon habe ich jetzt mir gemerkt. 500 Hühnerbouillon. Und 1 Kilo Kürbis. Oh, das ist 500, hätte ich jetzt gesagt, ne? Ja. So, rein mit dem Lachs hier. 500, das sind 500. Kein Lachs. So, wegschwerfen gleich, ne? So. Richtig. Ist die Suppe noch gut? Ja. Ja. Können wir nachher aufwärmen. Also. Nein! Überspringen! Nein! 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 Das war so dumm. Ja. Bestellung. Fuck. Das war so unglaublich halt, du weißt doch nicht, ob dämlich. Du was in die 5 Kilo? Musst. Nein. 1 Kilo. Ist das dumm? Salz 20 Gramm. Salz 20. Boah, das war so unglaublich dumm. Super, gleich hast du's. Und jetzt müssen wir den Kürbis schneiden. Ja, oder ich mache aber die 5-fache Menge, aber das ist auch ein bisschen... Einfach auf ein Fünftel, ne? Ja. Achso, ich muss einfach auf Schneiden drücken, ups. So. Jo. So, und jetzt schmeißt du das Stück mal rein. Ah, 1,5 Kilo. Steht schon dran. Echt? Ja. Als du es hochgehoben hast. Geh mal drauf. 1,5 Kilo. Stimmt, ja, da muss noch ein bisschen weit weg. Boah, das war so dämlich mit der Vorbereitungsphase. So. Ja, passt. Zu viel Kürbis. 1,1 ist okay. Muss da noch mehr in die... keine Ahnung. Nee, Kürbis Zwiebel und 120. Zwiebel 120. Sind 2 oder wie viel? Nee, 1. Ja. Boah, das war so dumm. Das war so unglaublich dumm. 90 Sekunden. Mischen saure Sahne. 150. Haben wir saure Sahne? Nicht mehr 150, oder? Idiotendings. Ja, oh, 150. Easy. Lang gerade so. Gut. Oh, das war dumm. Das tut mir jetzt echt leid, ne? Ja, wir könnten schon mal... Wir könnten sonst eigentlich nichts vorbereiten. Suppen... Man kann schon mal Teller mit Kartoffeln... Ja, schon mal Wasser, ne? Wobei, ja, das Vorbereiten nur bei Wasser ist halt easy. Wenn wir jetzt Zeit haben, würde ich einfach schon mal Wasser reinmachen. Und schon mal Salz, 20 Gramm, sowas, weil das ist, Ja, 20 fehlen. Ist ja nicht schlimm. So, da kommen wir nochmal 20 Gramm Salz reinpacken. Supi. In der Zwischenzeit. Aber das wird nachher auch wertvolle Sekunden irgendwie. Einfach nur Topf anstellen und dann, so. Zu wenig Salz. Wollen wir gleich Forellen auf dem Backblech legen? Nee, die kosten Geld. Problem ist, wenn du die rausholst, kosten die Geld. Okay. So, das muss ich auch nicht spülen, das Ding, oder? So. Nö. Fertig kochen und dann war's das. So. 1,5 Liter Suppe. Ja, das kann man, das ist okay. Soll ich jetzt nichts verschütte? So, das muss noch fertig kochen, ne? Ja. Jo. Da kann ich schon mal Kartoffeln reinmachen. 2, 4. 4. Die kosten ja nicht so viel. Wobei, heute bestellen die das halt nicht als Tagesgericht, ne? Ja. 2.
Nur pass mal, kann er in dem Kochwasser nochmal Kartoffeln kochen? Richtig. Das ist ja kein Ding. So. Sollen wir die schon mal... Nö, ich mach mal. Wobei, kostet ja nichts, ne? Kurz vor fertig. Stimmt. So Cook End, kurz vor... Kannst so. Ja für die Suppe schon mal Suppenteller ich hol mal schon mal ein paar. Schüssel oder Teller? Schon... Schüssel. Ja, eine Schüssel. Siehste? Das ist eine Schüssel. Nein, das ist ein Teller. Suppenteller. Ja, du sollst es in eine Schüssel reinpacken. Das ist eine Schüssel. Nein, es gibt Schüsseln. Sorry, Madame. Es gibt Schüsseln. So, das wird mich nachher so hart triggern. Ist das eine kleine oder eine große Schüssel? Das ist eine Schüssel. Basic. Da passen 300 Milliliter. Alter, das da reinzukippen. Ja, Spaß, ey. Das macht keinen Spaß. Das werde ich nicht hinkriegen. Doch, das kriegst du hin. Das ist zu weit. So. Versuch es. Jawohl. Ein Stück noch nach hinten. Ja, guck mal. Wie viel? 95. Wie viel braucht man? 150. Nee, weiß ich nicht. 300. Dann braucht man eine große Schüssel. Gibt es nicht auch große Schüsseln? Da hinten im Regal oder hier? Suppenteller. Oh, Schüssel. Jetzt haben wir Suppe verschwendet. Nein, wir kippen das von der Schüssel in die Schüssel. Was ist mit dem Drehen ist halt... So, guck mal. Jawohl. Supi. Ja. Läuft doch gut. Jetzt haben wir dann fast 200 Mal brauchen irgendwo. Ne? Wie viel ist da jetzt drin? 95. So. 300 müssen wir, ne? Sieht doch gut aus. 300. Fuck, was hat der denn das so schnell? Was ist denn das los? Was ist denn da mit dem? Das passt ja, da auch nicht rein. Aber in was soll das denn dann rein? In eine Suppenschüssel. Aber da steht Schüssel und nicht Suppenteller. Ja, passt der Kack auch rein hier. Guck mal. Wird er gleich sich beschweren, wenn er sein Tagesgericht auf dem falschen... Immerhin hat er dann die richtige Menge, mein Gott. Und du hast gleich mal mit kleinen Dingen geübt. 238. Noch 70. Ja, passt. Soll er sich nicht beschweren. Das Tagesgericht ist günstiger. Kartoffeln sind fertig. Bestimmt. Ja. Ja. Die sollen sich nicht beschweren jetzt hier über die... ich würde die gerne fotografieren. Wow. Wow. Das ist so wunderschön. Escape und weg mit dem... Ich bin jetzt echt gespannt. Wenn die Suppe halt scheiße schmeckt, dann können wir unser ganzes Tagesding wegkippen. Boah, und die ist optimal. Ist perfekt. Okay. Nicht genug Zwiebel? Für seinen Geschmack vielleicht. Da kann ich auch nichts... machen, ey. So. Ah. Noch eine Kürbissuppe oder was? Das ist irgendwas anderes. Das kommt 100% irgendein anderer Scheiß rein, der richtig aufwendig Tomatensuppe. Ist. Tomatensuppe. Ah, Lachs und Kartoffeln. Kartoffeln haben wir. Oh, Lachs holen. Der Dreck, ey. Nee, Lachs ist super. Ich find, mag Lachs. Ich mag auch Lachs. Ich finde Lachs so lecker. Blöde Kürbis. Ich hätte einfach mehr Suppe kochen müssen. Das Doppelte oder so, ne? Für den Fall, dass Wie schmecken eigentlich Maultaschen mit Sushi? Willst du Sushi bestellen zu den Maultaschen? Nö. Salz und Pfeffer 5, ne? Ja. So wie es auch selber gekocht hätte. Manchmal kann man verdecken, so wie es auch gemacht hätte. Wobei Dill halt auch zu Lachs passt, ne? Ja. So, und das kommt jetzt in eine Pfanne. Ach, die Pfanne finde ich doof, ehrlich gesagt. Das finde ich mit schwierig. Mit 10 Milliliter Sonnenblumenöl, bitte. Das kann man ja auch schon mal vorbereiten, ne? Immer. Mhm. Wobei, das geht echt schnell. Aber später, glaube ich, ist das echt wichtig. Da hast du keine Zeit für sowas. Ja, soll sie nicht beschweren. Zu wenig Sonnenblumenöl. Deine Mutter zu wenig Sonnenblumenöl, ey. So. Schneidebrett aus dem Weg räumen. Da ist ganz viel Dill drauf. Hm. So. So. Kartoffeln sind dann heiß. Ja, fertig, ne? Wenn das noch einer das bestellt, dann finde ich ihn doof. Wir können die mal abseits stellen, ne? Das hier kann ich schon mal eins in die Mikro packen. 300 waren es, ne? Mhm. Ich wollte es auskippen. Dann kippe doch einfach in den anderen Teller. Es ist leer. Ja, aber du hast ja noch einen zweiten. Egal. Ich soll reintun?
glaube nicht. Wie kann ich das benutzen? Keine Ahnung. Wie kann ich die Mikrowelle benutzen? Oh, der Lachs. Berechtigter Einwand? Ja. Pfannenwender, so. Ja, sieht gut aus. So. Der Dreck, ein Teller bitte? Der Dreck muss da jetzt halt mal liegen. Kartoffeln mal kurz hochheizen. Aber nicht zu lange, damit die nicht verkochen. Hat vorher nicht geklappt. Habe ich nicht einen großen Teller? Nein. Ich kann ja für einen Suppenteller nicht zu nah dran vorbeilaufen. Das hätte wehtun können. Mhm. So, fertig ist der Nicht-Lachs. Kartoffeln sind heiß. Und der Lachs ist jetzt auch gleich fertig, oder? Ja. Ah, komm, der kann raus. Die beschweren sich immer über Hitzefehler, von daher kann ich halt nicht viel machen. So. Raus mit dem Lachs hier, was ist denn das Wort? Eieiei. Was hat er jetzt auszusetzen? Was hättest du gerne besser gehabt? Nicht genug Olivenöl, Sonnenblumenöl und dein Ernst? Da kommen so 2 Milliliter Öl rein, falls der nächste Alter, was bestellt. Der Ofen. Ah, Suppe. Eine ja, easy. Die wir brauchen. Warm und fertig. Wir haben mal noch eine. Ja. Die ist warm, oder? Nee, die ist nicht warm. Die ist nicht warm. Ich könnte sie mal warm. Nee, da verbrennt die, ne? Man muss die immer. Ah, halt, man hätte die Tomatensuppe einfach im Topf lassen müssen, ne? Soll ich die trotzdem rausgeben, falls die kommt, damit das einfach, wenn es kalt ist, ist auch nicht schlimm? Oder. Ich weiß nicht, ob das da eine schlechte Bewertung gibt. Kann ich da den Ofen stellen, damit es warm wird? Oh, das wäre eine Idee. Ich möchte es mal gerne ausprobieren gleich, wenn ich Zeit habe. Stopp. Ich habe ja Zeit. Es ist heiß, jetzt habe ich Zeit. Thermomix. Ich kann es nicht aufs Backblech stellen. Nee, wenn, dann muss das Backblech raustun. Jetzt haben wir eh keine Suppe mehr. Das ist so eine Scheiße. Ich hab dir doch gesagt, was passiert, wenn du gegen den Ofen kommst. Ich hab dir gesagt. Ja, wow, du hast. Ich weiß selber, was passiert, wenn man es kaputt macht. Das Problem ist, dass das passiert. Das Problem ist, das passiert einem. Wir müssen die Bestellung rausgeben. Ja, ich sag auch nicht, oh, ich möchte jetzt den Lachs verbrennen lassen, sondern es passiert halt einfach. Das ist das Problem. Man kann schön, wenn man zuguckt, kann man schön immer klug scheißen. Was ist nicht, dass du nur klug scheißt, aber was heißt, dass man es dann halt einfach hat? Ja, habe ich ja gesagt. Ja, weiß ich selber. Wie wenn der Richter sagt, man tötet keine Menschen. Ich so, ja, weiß ich auch. Das ist ein schlechtes Beispiel, glaube ich, ne? Ja. Ach, das scheiß Ding, ey. Das soll das liegen bleiben. Wir müssen die Suppe servieren, bevor sie wieder kalt ist. Das ist eine Soße. So, man kippt immer über also den... Also über den Henkel kippen, ich weiß ja nicht. Ich auch nicht. Vorsichtig. So, gleich haben wir's. Ja, doch, noch, komm, reicht. Das ist ein bisschen wenig. Ist mir egal. 30 Milliliter zu wenig. Ja, die sollen sich nicht beschweren. Das ist ein Tagesgericht, Mensch, das ist günstiger. Digga, dein Ernst? Okay, Tomatensuppe. Fuck you all. Alter, das mit der Suppe triggert mich jetzt richtig hart. Kartoffelwasser. Ich kaufe noch einen Topf. Okay. Utensilien. Topf. Großer Topf. Kostet ja nicht so viel, ehrlich gesagt, wie ich gedacht habe. So. Was brauchen wir da? Hühnerbouillon. Hühnerbouillon 700. Ah, die muss ich wieder kaufen. Die ist echt teuer, der Scheiß. Hey, wir haben noch genug Geld. Naja, irgendwann kommen die Reparaturen. Wie viel? 700? 750? 700. Weil überhaupt zu viel kochen? Das macht gar keinen Sinn, so viel zu kochen. Oder kann ich das Rezept auch selber teilen durch 2? Nein. Ich mach's einfach mal. Josh. Ich will's mal probieren. Ich will's einfach mal ausprobieren. Einmal fürs Exempel. Okay, und dann machst du 4 Tomaten und eine halbe Zwiebel. Und bei dem anderen war's zu wenig Zwiebel. Ich mach eine ganze Zwiebel rein. Oh weia. Eine Zitrone, hätte ich jetzt gesagt. Ah, fuck, jetzt würzen müssen. Mit 10 Gramm Salz. Und noch irgendwas. Cheyenne. Stopp. Mach mal Stopp. 10 sind es aber auf jeden Fall ich für eine Suppe. Nicht. Doch, für eine Suppe auf jeden Fall 10.
Ah, oh. Salz 12, Pfeffer 12, Cheyenne 6. 6. Pfeffer 12. Ich hab die Hälfte. Ach so. Oh. Ja, ich hab zu viel Salz. Autsch. Saure Sahne nachher. 75. Muss man kaufen. Im Kühlschrank? Nee. Nein. Ich denke immer, das ist ein Order. Die Mischung an? Ja. Ah, das ist eine schlechte Suppe. Eine sehr schlechte Suppe. Ja. Sorry. Ja, man kann halt nicht immer einen guten Tag haben, ne? Auch gleich hier fertig und dann wollen wir mal gucken, was die Suppe nächste Folge wird. Machen wir nächste Folge, oder? Ja. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.